In China protestieren tausende Menschen gegen die Corona-Politik und gegen Staatschef Xi Jinping. Warum die Proteste so außergewöhnlich sind, wieso die Demonstranten weiße Blätter in die Luft halten und wie Staatschef Xi Jinping darauf reagiert, darum geht's jetzt. In China gibt es keine Meinungs- und Pressefreiheit. Die Versammlungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Und die Bürger werden umfassend überwacht und kontrolliert. So werden auch die Demos mit Überwachungskameras dokumentiert. Vermutlich werden auch Softwares zur Gesichtserkennung eingesetzt. Wer an den Protesten teilnimmt, dem drohen harte Strafen. Auch jahrelange Haftstrafen sind möglich. Dass da so viele Menschen auf die Straße gehen, ist also höchst ungewöhnlich und sehr, sehr selten. Zuletzt gab es einen so großen Protest nach Angaben von Beobachtern 1989 von der Demokratiebewegung, die dann im Massaker am Platz des Himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen wurde. Nach dem Tod des Diktators Mao Zedong 1976 wuchs die Hoffnung, dass sich das Land mehr öffnen würde. In der Wirtschaft gab es mehr Freiheiten, demokratische Reformen blieben aber aus. Dann im April 1989 versammelten sich zehntausende Studenten am Platz des Himmlischen Friedens und besetzten ihn. Es folgten Hungerstreiks, immer offenere Forderungen nach Reformen wurden laut. In der Nacht zum 4. Juni 1989 hat dann Chinas Armee die weitestgehend friedlichen Demonstranten mit Waffengewalt angegriffen. Kampfpanzer wurden eingesetzt, um die Menge auseinanderzutreiben. Bis heute ist unklar, ob es Hunderte oder Tausende Opfer gab. Auslöser war ein Brand in einem Wohnhaus in der Stadt Urumqi. Mindestens 10 Menschen kamen ums Leben, offenbar weil Rettungskräfte nicht rechtzeitig zu ihnen kamen. Die Türen waren verschlossen, Bewohner waren eingesperrt, weil sie Kontakt zu Infizierten gehabt haben sollen. Dort gingen die Menschen zuerst auf die Straße. Vor allem machten sie ihrer Wut gegen die Corona-Regeln Luft. Denn nach fast 3 Jahren Pandemie verfolgt China immer noch die Null-Covid-Politik, während der Rest der Welt nach und nach alle Regeln aufhebt. Zwar sind mehr als 90% zumindest einmal geimpft, allerdings nur mit den chinesischen Vakzinen und die haben eine geringere Wirksamkeit als die bei uns zugelassenen Impfstoffe. Die Regierung zwingt die Menschen also zu Massentests, verhängt Zwangsquarantänen und kurzfristige strenge Lockdowns. Immer wieder werden Fälle von Menschen bekannt, die über Monate ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen und sich darum nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgen können oder keinen Zugang zu medizinischer Hilfe haben. Viele Chinesen fordern aber jetzt nicht nur lockere Corona-Regeln, sondern inzwischen auch den Rücktritt von Staatschef Xi Jinping. Xi Jinping! Sie riefen nieder mit der kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping. Zu Hunderten halten die Menschen weiße Blätter Papier in die Luft. Ein Demonstrant sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das weiße Papier steht für alles, was wir sagen wollen, aber nicht sagen können. Also ein Statement gegen die Zensur durch das Regime. Das Symbol ist übrigens nicht neu. In Hongkong hielten die Demonstrierenden während der Proteste für die Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone 2020 ebenfalls weiße Blätter in die Luft. Laut dem China-Experten der University of Cambridge, William Hurst, war die Reaktion des chinesischen Staates bei weitem nicht so hart repressiv oder auch nur koordiniert gewesen, wie man es erwartet hätte. Außerdem gäbe es eine Vernetzung zwischen den Demonstranten in mehreren Städten. Aber wie geht es jetzt weiter? Laut dem amerikanischen China-Experten Yasheng Huang gibt es nur 2 Optionen. China könnte noch repressiver werden und sich in eine Militärdiktatur verwandeln. Oder die Regierung macht Zugeständnisse und öffnet damit den Raum für weitere Forderungen. Doch gerade vor dem Letzteren würden sich viele Autokraten fürchten. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es in China weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert unseren Update-Kanal.